Welche dieser drei Aussagen sind wahr? Schwarze haben weniger Schmerzrezeptoren. Schwarze und Asiaten haben dickere Haut als Weiße. Südländerinnen übertreiben ihre Schmerzen. Keine. Keine dieser Aussagen hat eine wissenschaftliche Grundlage, werden aber trotzdem in der Medizin immer wieder reproduziert. Eine Aussage stammt sogar aus einer Vorlesungsfolie aus diesem Semester an einer medizinischen Fakultät in Deutschland. Heute werde ich nicht von Anekdoten erzählen. Es geht nicht mehr um Einzelfälle, sondern um die strukturelle Gewalt, die die Medizin ausübt. Biologische Differenzen aufgrund von Race existieren per se nicht. Differenzen werden durch Normen und Werten hergestellt. Wenn über Diversität nachgedacht wird, muss über die Konstruktion von Normalität gesprochen werden. Normen wirken regulierend. Menschen werden entsprechend dieser Normen positioniert, klassifiziert und hierarchisiert. Ein weißer, cis-heterosexueller Mann ist das unmarkierte, normative Zentrum. Alle anderen, die sich außerhalb dieses Zentrums befinden, werden als weniger emanzipiert, weniger aufgeklärt, weniger gebildet betrachtet. Das Gesundheitssystem ist vom strukturellen Rassismus geprägt und prägt den strukturellen Rassismus auf kraftvolle Weise weiter. Die Studie Hidden in Plain Sight beschäftigt sich mit klinischen Formeln und Instrumenten, die wir in der Medizin zur Entscheidungsfindung benutzen. Zum Beispiel, welche Behandlung bekommt eine Person? Etwa bei der Nierenfunktion, die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, grob gesagt, die Menge an Blut, die deine Niere pro Minute filtert, schicken Ärztinnen eine Blutprobe ins Labor, bekommen sie zwei Werte zurück. Einen für Schwarze und einen für Nicht-Schwarze. Der Wert für schwarze Menschen wird mit einem Faktor multipliziert. Zum Beispiel, weil du weiß bist, beträgt sie 19. Und weil du schwarz bist, beträgt sie 23. Dadurch scheint es, als habe eine schwarze Person besser funktionierende Nieren als eine weiße. Dadurch werden schwarze Patientinnen später behandelt. Dabei geht es um den Gehalt eines bestimmten Proteins im Blut. Und wie viel wir von diesem Protein im Blut haben, hängt unter anderem von unserer Muskelmasse ab. Es wurde hier die Annahme getroffen, schwarze Menschen hätten mehr Muskelmasse. Dieser offene Rassismus ist ein klassisches koloniales Erbe. Die stammt aus der Zeit, als Menschen behauptet haben, schwarze Menschen seien besser geeignet für die Sklavenarbeit, weil sie mehr Muskelmasse hätten. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Stell dir mal vor, du bist auf Station im Krankenhaus. Die Ärztin möchte schnell einen Anhalt über deine Sauerstoffversorgung bekommen. Die benutzt dieses Messgerät, so ein Pulsoximeter, um deine Sauerstoffsättigung zu messen. Deine Werte sehen gut aus. Du darfst nach Hause, oder? Bei der Messung durchdringen kleine Lichtstrahlen durch deine Haut, um die Sauerstoffmenge im Blut zu messen. Dieses Gerät wurde aber nur auf weißer Haut entwickelt und getestet. Eine Studie an der University of Michigan zeigte, dass das Messgerät die Sauerstoffwerte bei schwarzen und braunen Menschen mehr als dreimal häufiger überschätzte als bei Weißen. Die Sauerstoffwerte spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung nach einer weiteren Behandlung im Krankenhaus im Falle einer Covid-Erkrankung. Angesichts der aktuellen Pandemie eine große Fahrlässigkeit. Das Schreckliche daran, wissenschaftliche Arbeiten, die bereits 2004 und 2007 veröffentlicht wurden, berichteten von diesen Ungenauigkeiten bei People of Color, bei POCs, wurden allerdings verharmlost. Wenn Messgeräte systematisch weniger genau sind bei People of Color, führt diese Konstruktionsfehler zu einer Rassifizierung.
ob beabsichtigt oder nicht. Bei Rassismus geht es nicht um die Absicht, sondern um die Wirkung. Und in der Medizin kann Rassismus töten. In Großbritannien ist bekannt, dass die Sterblichkeit schwarzer Mütter 5-mal so hoch ist wie in der weißen Bevölkerung. In den USA ist das Sterberisiko schwarzer Kinder 2-mal so hoch wie bei den Weißen. Allerdings halbiert sich das Sterberisiko, wenn der Arzt oder die Ärztin auch schwarz ist. Interessant, ne? Für eine Studie wurden Teilnehmenden ein Video gezeigt, in dem eine weiße sowie eine schwarze Person mit einem Nadel gepiekt wurde. Die Studie zeigte, dass die Teilnehmenden empathischer waren mit der weißen Person als mit der schwarzen Person. Dieses Phänomen nennt sich Racial Empathy Gap. Wie funktioniert Empathie? Über Identifikation, Zugehörigkeit. Diese Art und Weise, diese Empathielücke, wie Menschen über Jahrhunderte in ihrem Denken trainiert wurden, diese postkolonialistische, diskriminierende Haltung, die wir eingetrichtert bekommen haben, wo fängt das an? Mit Mikroaggressionen, die tagtäglichen wiederkehrenden Konfrontationen mit Alltagsrassismus werden in der Rassismusforschung Mikroaggressionen genannt. Wo sehen wir die in der Medizin? Die rassistische Zuschreibung, Menschen mit Migrationsbiografien wurden bei der Äußerung von Schmerzen übertrieben, ist im deutschen Gesundheitssystem weit verbreitet. Wir haben sogar einen Begriff dafür. Den werde ich heute nicht reproduzieren. Der findet sich sowieso in den ganzen Lehrveranstaltungen, im klinischen Alltag, in den ersten Semestern wieder. Es fängt in der Kinderheilkunde an. Bei der Blinddarmentzündung, die häufigste chirurgische Ursache von Bauchschmerzen, haben schwarze Kinder nur 1/5 der Wahrscheinlichkeit, Schmerzmittel zu bekommen, als weiße Kinder. Wir sollten uns klar machen, Menschen sind nicht immer bewusst oder aus Bösartigkeit rassistisch, sondern weil wir so sozialisiert wurden. Wir wurden sozial konditioniert, die Welt aus einer weißen, patriarchalischen Perspektive zu betrachten, zu konsumieren, uns von dieser Konditionierung zu befreien, zu dekolonisieren. Das ist ein Prozess. Empathie, rassistische Vorurteile können unsere empathische Reaktivität unterdrücken. Dies führt zu einer Entmenschlichung der Erfahrung anderer. Wir müssen sensibilisiert werden. In der Medizin herrscht keine Objektivität. Objektivität relativiert sich durch die handelnden Subjekte. Wir sollten uns fragen, bei der Anwendung und Entwicklung von klinischen Algorithmen, beruht diese Kategorisierung auf soliden Erkenntnissen und statistischen Analysen? Wurde die Umsetzung dieser Kategorisierung die gesundheitlichen Ungleichheiten verstärken oder lindern? Habe ich meinen Patienten keine Schmerzmittel gegeben, weil sie schwarz ist? Habe ich seine Beschwerden nicht ernst genug genommen, weil ich Vorurteile gegenüber Menschen aus dem Mittelmeerraum habe? Einer der wenigen Studien aus Deutschland zeigte, dass ethnokulturelle Minderheiten bei der Inanspruchnahme medizinischer Versorgung vielfach diskriminiert werden. Diese wahrgenommene Diskriminierung ist mit einer Verzögerung bei der Suche nach einer Behandlung verbunden. Wer formuliert die klinischen Leitlinien? Wer sitzt in den Spitzenpositionen? Wie divers sind die Fachschaften? Wer sitzt im Ethikkomitee? Wer, wie und was erforscht wird, diese Macht liegt weiterhin bei den privilegierten Gruppen. Sich mit Rassismus nicht beschäftigen zu müssen, das ist ein Privileg. Die in den großen Datensätzen erfundenen Unterschiede aufgrund von Race spiegeln die Auswirkungen von Rassismus wider, das heißt die Erfahrung, schwarz oder braun in der Gesellschaft zu sein. Zum Beispiel die strukturelle Benachteiligung, der toxische Stress und seine körperlichen Folgen. Das Problem mit Race-Based Medicine? Race hat keine wissenschaftliche Grundlage.
Es ist ein erfundenes Label, diese Rassifizierung, die Konzentration auf nicht existierende, angeborene Unterschiede lenkt Aufmerksamkeit und Ressourcen von den sozialen Determinanten ab, die die Gesundheit tatsächlich beeinträchtigen, wie zum Beispiel soziale Ungleichheit, demografischer Wandel, Arbeitswelt und so weiter. Eine Studie an der Uni Mannheim zeigte, dass angehende Lehrerinnen schlechtere Diktatnoten für Schüler mit ausländischen Namen vergeben. Eine Gruppe benotete die Diktat von Max und die andere von Murat. Die Diktate waren identisch, die Anzahl der Fehler waren gleich. Ausschlaggebend für die schlechtere Diktatnote war alleine der Name. Um Plato zu paraphrasieren: Nichts ist so ungerecht wie die Gleichbehandlung ungleicher Menschen. Bestimmt mein Aussehen die Qualität meiner Behandlung? Ja. Es muss zu einem Abbau der Ungleichheitsstrukturen kommen, die die bestehende Ungleichheit erzeugen. Warum ist der erste Gedanke, wenn ich einen Person of Color oder POC behandle, die als schwierig einzuordnen? POC-Patientinnen werden seltener ernst genommen. POC-Medizinerinnen werden häufiger übersehen. Die medizinische Lehre und Forschung ist miteinander verflochten und gemeinsam dafür verantwortlich, Missverständnisse über Race aufrecht zu erhalten. Studentinnen tragen diese Fehlinformationen mit in die Klinik, wo sie mit ihren impliziten Verurteilen und Missverständnissen die Disparitäten in unserem Gesundheitssystem weiter aufrechterhalten. Das Konzept von Race ist nicht die Voraussetzung, sondern die Folge von Rassismus. Patientinnen aufgrund phänotypischer Merkmale wie Hautfarbe, Augengröße zu reduzieren, zu infantilisieren, das stammt aus der Kolonialzeit. Wir besitzen kein Rassismus-Gen. Rassismus lernen wir und genauso können wir lernen, antirassistisch zu handeln. Es ist eindrücklich, auch wenn wir antirassistisch in der Medizin sein möchten, ist es unmöglich. Mit dem vorhandenen Wissen, Geräten und Formen können wir nicht die Medizin machen, die wir eigentlich machen möchten. Und genau diese Allgegenwart spricht dafür, unser Curriculum diversitätssensibler zu gestalten. Unser Lehrplan darauf abzuziehen, die genauesten und aktuellsten Wissenschaften und Kenntnisse über soziale Strukturen zu vermitteln, die die gesundheitlichen Ungleichheiten erzeugen. Antirassismus muss in der Lehre aktiv eingebunden werden. In der Vorlesung frage ich mich häufig, wie würde das auf meiner braunen Haut aussehen? Krankheitssymptomatik lediglich auf weißer Haut erklärt zu bekommen. In den Fachbüchern keine Beispiele für andere Hautfarben. Als würden Black und People of Color nicht zu unseren Patientinnen gehören, als gäbe es 3/4 der Weltbevölkerung nicht. Wir brauchen mehr Role Models in der Medizin. Antirassistische Strukturen wie das autonome BIPOC-Referat, Empowerment für die Studierenden, rassismuskritische Beratung, Seminare, Fortbildungen. Angehende Medizinerinnen müssen in der Lage sein, sich zu fragen, treffe ich gerade eine klinische Entscheidung mit einem unbewussten Racial Bias? Es muss sich eine offene Diskussionskultur über den Abbau von Diskriminierung etablieren, denn ein Problem kann nur gelöst werden, indem es erst anerkannt wird. Zum Beispiel alle Daten stammen aus dem angloamerikanischen Raum. In Deutschland existiert kaum Forschung zum Zusammenhang zwischen Rassismus und Gesundheit. Es besteht aktuell eine Ungleichheit, eine Ungerechtigkeit, die sich normalisiert hat. Alles zählt. Die Fehler, die Geschichte, die sie hervorgebracht hat, die Zukunft, in die sie eingebunden werden, und die Rechtfertigungen der Rassismen, die immer noch in der Medizin und in der Wissenschaft verstecken.
Stellt euch mal vor, was würde passieren, wenn wir Ärztinnen aufhören würden, ein erfundenes Klassifizierungssystem aus dem 18. Jahrhundert zu benutzen und stattdessen neue Kategorien erstellen würden, die wissenschaftlich belegt sind und tatsächlich besser funktionieren. Es ist einfach, die Medizin so zu lassen, wie sie schon immer gewesen ist. Aber seit wann geht man in die Medizin, um sich mit einfachen Sachen zu beschäftigen? Dankeschön.